Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Freund von schnellen, leckeren und einfachen Gerichten. Und heute machen wir zusammen die Tortellini mit Tomaten-Sahnesoße und Käse und Basilikum ist noch mit drin. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wie immer gebe ich euch erstmal einen Überblick, welche Zutaten wir brauchen. Die Hauptzutat sind ja unsere Tortellini. Die bekommt ihr in jedem Supermarkt im Kühlregal. Ich habe hier jetzt eine Packung mit Rindfleischfüllung und eine mit Käsefüllung. Für die Soße brauchen wir einmal Tomaten. Da könnt ihr stückige Tomaten, pürierte, passierte, feingehackte, was auch immer nehmen. Dann brauchen wir 4 Esslöffel Tomatenmark, 400 ml Milch, habe ich hier schon abgewogen, 2 Becher mit Sahne, also auch 400 ml, dann eine große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Olivenöl, Pfeffer und Salz, Oregano, Paprikapulver und es kommt nachher noch ein bisschen Käse rein. Da könnt ihr ja eigentlich alles mögliche an Käse nehmen. Also ich habe hier geriebenen Gouda, es geht aber auch Mozzarella zum Beispiel wunderbar. Und zum Schluss könnt ihr das Ganze nochmal mit Basilikumblättern garnieren oder dekorieren. So, nun lasst uns beginnen. Die Zutaten findet ihr natürlich auch wieder in der Infobox. Ich starte damit als Vorbereitung, dass ich die Zwiebel und die Knoblauchzehen klein hacke. Vielleicht erinnert ihr euch von meinen alten Videos, da hatte ich immer so eine kleine von der amerikanischen Marke. Der ist mir inzwischen kaputt gegangen und weil mir das einfach viel zu teuer war, habe ich jetzt hier einen bei Amazon bestellt. Der funktioniert wirklich super und es geht vor allen Dingen auch viel mehr rein als in diesen kleinen, also immer doppelte Portionen. Was ein bisschen stört, sind diese Rillen hier an der Seite, weil man da mit dem Löffel das schwerer rauskriegt. Aber wie gesagt, Preis-Leistung ist absolut top und der schneidet wirklich gut. Falls ihr auch gerade auf der Suche nach einem zerkleinerer seid, ich stelle euch den Link in die Infobox. Als erstes kommt etwas Olivenöl in unsere Pfanne. Und dann kommen unsere Zwiebeln rein. Die müssen wir jetzt einmal glasig dünsten. Zwiebel und Knoblauch. Dann kommen unsere 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu und die dann auch einmal kurz mit anbraten. Jetzt unsere Tomaten mit in die Pfanne. Ein bisschen runterdrehen, damit das nicht so spritzt. Ihr kennt mich ja, ich mache es immer so, dass ich das einmal ein bisschen ausspüle mit Wasser und damit reinlege. So, das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Jetzt geht's weiter. Dann löschen wir das Ganze mit der 400 ml Milch ab. Und mit 400 ml Sahne. Und jetzt wieder einmal aufkochen. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich auch jetzt hier wieder ein doppeltes Rezept mache. Das heißt, ihr könnt natürlich die ganzen Zutaten auch halbieren, wenn ihr zum Beispiel nur zu zweit seid oder nicht so eine große Menge möchtet. Ich mache immer gerne reichlich, weil die Soße wirklich super lecker ist. Und ansonsten friere ich den Rest einfach ein, wenn man denn mal was Schnelles braucht. Dann habt ihr schon fertige Soße. Jetzt kommen unsere Gewürze hinzu. Salz, Pfeffer, Oregano und Paprika. Das macht ihr natürlich nach Geschmack. Ich
ich sage euch jetzt einfach als Anhaltspunkt, was ich rein tue. Und ihr guckt halt einfach, was euch am besten schmeckt. Vom Salz, da kann man ja nie genug haben. Dann nehmen wir 2 Teelöffel. Paprikapulver nehme ich 1 Teelöffel. Oregano nehme ich 1,5 Teelöffel. Und Pfeffer einfach nach Geschmack. So, erstmal nicht zu viel. Dann können wir erstmal gucken. Falls ihr kein Oregano mögt, ihr könnt natürlich auch alles andere an Kräutern nehmen. Das schmeckt schon sehr gut. Aber kann noch ein bisschen mehr Pfeffer rein. Das war gut. So, jetzt lasst ihr einfach die Soße 5 Minuten köcheln. Dreh mal ein bisschen runter, dass sie nur noch köchelt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 5 Minuten sind um. Und wie ihr seht, ist die Soße halt noch sehr flüssig. Und deswegen kommt jetzt unser Käse ins Spiel. Und natürlich auch für den Geschmack. Nehmt erstmal nur ein bisschen. Und schaut, wenn der Käse geschmolzen ist, ob euch das schon reicht. Auch vom Geschmack her und von der Dickflüssigkeit, von der Konsistenz. Oder ob ihr noch mehr Käse reintun möchtet. Und wie ihr seht, löst sich das sehr schnell auf. Mehr rein. Und wie ihr gesehen habt, das ist echt super einfach und das schmeckt so lecker. Also wenn ich könnte, dann würde ich euch einmal probieren lassen. Köstlich. Aber ein bisschen Käse geht immer noch. So, jetzt glaube ich, reicht das. So, die Soße ist fertig. Und jetzt machen wir die Tortellini zusammen. Ihr bringt etwa 2 Liter Salzwasser zum Kochen. Und da kommen dann einfach eure Tortellini rein. Für etwa 2 bis 3 Minuten. Rührt sie gerne und zwischendurch mal um. So, ihr seht, sie schwimmen oben und haben sich etwas vergrößert. Und jetzt sind sie fertig. Ich habe ja 2 Portionen. Das war jetzt die Käsefüllung. Deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal mit der Rindfleischfüllung. Auch wieder ins kochende Wasser geben. 2 bis 3 Minuten kochen. So, auch die sind jetzt fertig. Und dann
kann es losgehen. So, in die Soße kommt jetzt noch ein bisschen frischer Basilikum. Und dann ist die Servierfertig. Guten Appetit! So, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt gleich Lust bekommen, das Rezept mal nachzukochen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß und guten Appetit dabei. Wenn ihr noch mehr meiner Videos sehen wollt, was mich sehr freuen würde, dann geht doch einfach hier auf das Abonnieren und verpasst nicht meine weiteren Videos. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Angela.